Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Champions of Regnum. Ja, scheinbar sind nicht so viele online. Ich habe es jetzt mehrere Tage versucht. Ich hatte auch ein bisschen weniger Zeit, da ich sehr auf andere Projekte momentan fokussiert bin. Das größte Problem ist eigentlich jetzt momentan Skyrim. Da habe ich jetzt den ersten Part hochgeladen. Ja, so richtig mit der Engine, also mit der Physik-Engine und so, klappt noch nicht alles und das braucht natürlich sehr viel Zeit, aber dennoch habe ich noch mal ein bisschen weiter gelevelt. Also ja, man sieht unten links den Balken, ein bisschen habe ich geschafft. Auf jeden Fall kann ich ab jetzt eigentlich wieder mehr Regnum spielen und vielleicht danach mal bald ein EXP Booster einsetzen, aber jetzt nur momentan lohnt sich es überhaupt nicht, da ja einfach ja die Summons ein bisschen zu schwach sind, also wir zu lange kämpfen. Ich habe aber gemerkt, der Zombie, den ich jetzt auch hier unten reingetan habe, also es sind 5 Zombies, die sind ultra stark, also es lohnt sich sehr, die mitzunehmen. Und natürlich die Imps auch. Beide, zwei sind viel besser. Also zum Beispiel der Golem, der auch schnell stirbt. Ja, ich finde einfach keine Ring-Orks, Ork-Captains. Ich finde nur Ignis-Ork-Captains. Vielleicht tun die auch zählen. Oder Säbelzahntiger. Aber beides finde ich einfach nicht. Ja, nur damit ich sehe, wie lange das dauert, bis man da irgendwas hat. Aufgaben, die sollten das unbedingt endlich mal ändern. Ja. Säbelzahntigeraugen könnte ich zum Beispiel mal annehmen. Da habe ich einen, ich glaube, noch im Lager. Und jetzt müssen wir einfach wieder umskillen, da wir jetzt Leichschlachten natürlich machen. Also wir haben ja hier das jetzt, genau. Und dann müssen wir noch ein paar mehr skillen. Ich habe noch Fähigkeitenpunkte. 2. Okay. Jetzt bekommen wir nur noch 2 pro Level über. Naja. Wieder aufstehen, genau. Also, jetzt schauen wir wegen den Augen und dann level ich eigentlich morgen dann dort. Was ist jetzt dieser blöde? Nein. Bin 1 zu wenig weit gegangen. Nein. Ich find's gar nicht. Bin glaube ich falsch gelaufen. Ah, hier. Nicht dort vorne links und hier ist es. Ja, ist ein bisschen verwirrend, der Aufbau dieser Stadt. Das ist eigentlich gerade, aber sehr verwickelt. Wenn man jetzt nicht von vorne kommt, sondern von hinten, vom Beschwörertrainer, dann ist man natürlich ja schon sehr verwirrt. Also wir sind hier gewesen, hier drüben. Hier ist es nichts. Es ist ein Haus weiter sozusagen. Bisschen verwirrend, wenn man es jetzt nicht schon lange nicht mehr so gemacht hat. Ich habe ja mehr als ein Jahr Pause gemacht. Ja, ein Jahr und 5 Monate Pause. Ja, bin immer wieder drin gewesen, konnte aber nichts machen, weil ich immer wieder ausgelockt wurde durch die Internetwellen. Also WLAN-Wellen, Unterbrechung. Ja. Indem der Launcher geht halt auch immer nur einmal. Und dann stürzt er ab. Beim zweiten Mal Spiel starten. Stürzt schon beim Launcher beenden oder so ab. Ohne dass das Spiel überhaupt gestartet ist. Ja. Das ist natürlich auch nicht gerade so toll gewesen.
Deshalb hatte ich einfach keine Lust, weil ich es nicht fixen konnte. Die Wände waren einfach zu dick und der Tür zu wenig Spalt. Ich musste wirklich ein Mikro-Ethernet-Kabel nehmen und jetzt ist das Internet sogar noch viel stärker. Also WLAN wählen kamen ungefähr so 140 an, 140.000 Kilobyte pro Sekunde. Und jetzt ungefähr das Fünffache. Also schon 560.000 ist es meistens. Ist natürlich immer ein bisschen anders, aber ja, das ist natürlich schon High-End. Also das Hochladen geht eine Minute von 25 Minuten. Und die harte Verarbeitung geht ungefähr so eine halbe Stunde. YouTube hat wirklich schlechtes beim HD bearbeiten, vor allem 60 FPS dann noch bearbeiten, ist YouTube leider sehr, sehr schlecht. Naja, die waren vor 3-4 Jahren noch viel, viel besser. Und ich hatte damals schon 60 FPS 1080p hochgeladen. Und scheinbar hat OBS Probleme mit 4K. Ich weiß nicht, wie man das fixt. Eine andere Qualitätsregulierungsmethode habe ich auch schon ausprobiert. Das Beste war, glaube ich, irgendwie CBR. Das mit den 1 bis 20 Zahlen und nicht das mit den Kilobytes. Also je niedriger die Zahl ist, desto besser ist die Bearbeitung. Also hochqualitativ ist die Bearbeitung. Und die Methode, ich kann sie eigentlich schauen, Einstellungen. Und aber in der Aufnahme geht es, glaube ich, nicht. Also CBR, okay, CBR habe ich momentan. CQR ist es, glaube ich. Auf jeden Fall kann ich da nicht unter 11 gehen. Das ist wahrscheinlich dann so extremst scharf, dass YouTube dann Probleme beim Hochladen bekommt. Dass die Videoverarbeitung stecken bleibt. Also dass YouTube überhaupt nicht mehr das Video weiter hochlädt. Und so weiter. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich Bugs und so anlocke. Und jetzt habe ich den ersten Part hochgeladen. Jetzt könnt ihr im ersten Part schon mehrere Physik-Bugs bei Skyrim sehen. Und das ist natürlich nicht gut. Aber die Qualität, die ist ja mega fantastisch. Also so scharfe Texturen habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also nur in Videos natürlich. Okay, hier haben wir einen mit Feuerbogen. T-Koval habe ich noch nie gehört. Okay. Achse, den habe ich schon gesehen. Borge, glaube ich auch. Der ist sicher auch zu hören. Ausgeben. Lord Danish. Ah, kommt mir sehr bekannt vor. Sven Jay, der kenne ich natürlich. Hier sind schon ein paar Bekannte hier. Ah, das sind die AFK-Bindgammler. Ich bin nie AFK im Bind. Also, wenn ich AFK gehe, dann lucke ich mich aus. Ich bin immer ein Spieler, der eigentlich nie so richtig Game-Pausen macht, also im Game-Pausen macht. John Locke, das ist ein Deutscher sicher wahrscheinlich. Also, es ist wirklich nichts los. Auch in der Gilde, es schreit nicht mal jemand. Und ja, aus Tauro, ich glaube in Tauro war ich selber auch schon mal. Jo. Okay. Ja, ich habe die Sachen gar noch nicht. Ja, große Regenerationen. Sehr wichtig und ja, hier die Schutzzauber. Und dann haben wir hier noch die Aufstehung und so ein wenig bald an. Ja, komm. Geht, kann ich euch nicht machen. Okay, der ist
gebracht. Was macht er eigentlich? Mega Selbstmord? Okay. Wir haben Punkte bekommen. Also einen ist besiegt. Ich dachte, das wäre auch ein Barbar gewesen, aber es ist ein Hütte gewesen. Und das Schild ist nicht immer so gut zu sehen. Das Spiel ist relativ unscharf. Entfernung. Ich kann das, glaube ich, nochmals sehen. Wieso babst du denn nochmals? Wenn ich doch wegschaue, musst du das nicht nochmal casten. Die Störung ist das Schlimmste. Immer wenn ich wieder Reichschlache mache, merke ich einfach sofort, dann ist das Kampfsystem schon immer noch relativ schlecht. Also, wir sind so viele, greift doch alle mal an. Habt ihr gesehen, wie viel hinten noch sind? Sie kommen nicht mal nach. Manchmal sind die Spieler auch wirklich passiv. Die Spieler würden viel mehr Erfolg haben, wenn sie natürlich auch mal etwas machen würden. So passiv zu bleiben. Hey Gott, wie lange sind diese Stunts manchmal? Ich bin gerade wirklich verarscht. Ich werde verarscht. So viel gedrückt. Ja, manchmal denkt man sich so wirklich, man ist am Arsch, weil man einfach low-levelig ist und kaum Items bekommen kann. Ja, wenn ich irgendwann einen Handel machen will, sie reagieren gar nicht. Entweder sind es Bots oder sie können kein Englisch bzw. auch Spanisch, habe ich versucht. Die Handel werden nie akzeptiert. Was machen denn die Händler? Die ganze Zeit immer nur blind die Sachen posten? Wahrscheinlich schon. Habt ihr es schon mal geschafft? Das ist ja Wahnsinn. Da kann man gar nicht mehr handeln in diesem Spiel, oder was? Ey! Ich hab das jetzt nicht abgewählt. Muss ich echt eine Lupe raussuchen, das sieht man ja mal. Ja, Erfahrung oder so bekommen wir gar nicht. Also ich muss eigentlich immer warten, Heilzauber, die eben gar keine Erfahrung mehr. Ja, und niemand tut den Gruppen einladen, komischerweise. Ja, und man sieht halt wirklich nicht, was es für eine Klasse ist. Also jetzt zum Beispiel ein Barbar, aber der ist sehr passiv. Barbaren sollten wirklich eigentlich vorne auch sein. Wäre schon eigentlich besser, wenn man einen Hexenmeister braucht, keinen Schwert. Ja, der ist gut. Wahrscheinlich kann es sein, dass wir keine Erfahrung manchmal bekommen, weil sie schon einen Zauber haben. Es sind halt einfach zu viele Frieden hier. Schwöre hier. Das ist natürlich nicht mal gut. Du kannst eigentlich auch mal aufstehen, du bist vollgeheilt. Niemand kommt.
gibt es ja nicht so schnell. Ihr seid Schützen, ihr habt eine mega Reichweite mit Buffs, ihr müsst halt einfach mehr buffen. Ja, muss ich echt Feldherr sein und alles nennen, was gemacht werden soll? Geht's gut. Ja, es ist schon relativ schlecht von uns, um hier zu haben. Komm. Und immer wenn wir uns heilen, werden die anderen abgewählt. Dieses Sultans Terror würde jeder Entwickler nerven. Außer natürlich Nimble. Ah, wie heißt sie? Ich weiß nicht mal, wie die Entwickler heißen sollen. Aber ich muss mit Nimble. Leute, wenn ihr doch seht, jemand kommt nicht nach, wieso helft ihr denn nicht? Es sind nicht viele Leute, die angreifen. Wieso ist ein Beschwörer zu Bordest? Ja, wenn die einfach sich auch ein bisschen besser. Wieso sind Beschwörer so weit vorne? Ich finde, ich treffe immer nur die Beschwörer. Schlimm. Also gerade dieser Kampf ist völlig unübersichtlich. Wir haben keine Chance. Ja, zu heilen können. Ich muss unbedingt irgendwas machen, was es nicht so unscharf ist. Wahrscheinlich eine Ini-Datei, Grafik oder so. Wir machen. Ich habe halt die ihn jetzt nicht angehört. Ist wahrscheinlich wirklich wichtig. Weil es ist alles sehr verschwommen. An einem 4K-Monitor. Das Spiel ist, glaube ich, für 360 p gemacht. 480 glaube ich nicht. Das ist einfach zu alt. Wahrscheinlich für 80 mal 800 mal 600. Ja, so langsam trauen sie sich noch ein bisschen dran. Wieso sind die Schwärme zu weit vorne? Heftigst. Ich will keine Beschwörer anklicken. Nein, ich will keine Beschwörer. Wenn die wirklich auf Defensive geht, wenn sie so weit nach vorne gehen. Sehr heftigst. Ja, weißt du, die Reichweite ist halt auch sehr gering. Ich will jetzt auch sehr weit vorne stehen. Jetzt sehe ich hier wieder von Zutas Terror. Stunt. Was irgendwie die Heizsage auch besser wird. Was habe ich gesagt? Also unglaublich, wie oft der eingesetzt werden kann. Da ist er auch wieder. Das ist auch wieder. Viel zu viel Beschwörer. Also so langsam muss ich echt wieder wechseln. Auf. Ja, ich glaube, ich muss den Schützen hochtreiben. Immun kann auch mal angezeigt werden, dass Immun sind.
Da habe ich doch gerade einen Barbar gehabt. Da. Dieses Wurstel. Leute, tut euch einfach nicht so nah an andere heranstellen, dann kann man eigentlich auch was. Oh, da haben wir eine mega Reichweite. Grau, also die größte Reichweite hat mit den Buffs. Ich angegriffen wahrscheinlich. Jetzt da. Mach mal los. Das sind Beschwörer. Auch ein Beschwörer, das sind eigentlich nur Beschwörer vorne. Du beschwör nicht, helfen. Ah, geht nicht so genau. Die Ritter, ey, wieso muss jeder Barbar ein Ding sein? Was denn? Chitai, wie sie heißt. Hm. Es tiefer gelegen ist. Anzugreifen oder alle mal in die Richtung gehen, dass keiner von der Seite kommt. Das ist ein richtiges Gewusst. Ja, gut. Okay, endlich. Irgendwo müssen wir ein paar Tiere drin. Ja, ich bin sofort gefallen. Ein Angriff. Blitzschlag und Feuerregen. Einfach zu starke Angriffe. Machen zu viel Schaden. Das ist ein Blitzschlag. Ja, das ist wirklich wahr. Wahrscheinlich sind die hier oben und werden halt von den Schützen und so nie angegriffen. Hm. Da hat man das Low Level und noch nicht defensiver natürlich keine Chance. Aber Blitzschlag, das war mein Lieblingszauber vom Hexenmeister damals. Also jetzt habe ich ja natürlich erst einen Level 44er Hexenmeister. Und wirklich schlechte Items, also ich kann jetzt momentan mit dem gar nicht leveln. Ja. Schade, ich will ja noch die Quest machen, im Fort Gegner töten. Scheinbar ist es einfach noch nicht möglich, also wann dann. Beschwörer kann man hier nicht viel machen, wenn man die Spiele gar nicht so finden kann. So, aber wir haben relativ viel bekommen. 1200
12.122, ich kann das kaum lesen, das ist so klein. Schrift könnte auch mal größer sein. Visionen, Video. Das ist Full HD, das ist nicht 4K. Das ist die Schrift plötzlich so klein. Naja, es ist eben noch, also es ist einfach zu klein, weil die Auflösung natürlich alles mega, mega winzig macht. Weil das Spiel ist, glaube ich, für, also nicht für Full HD, für HD gemacht. Das macht schon einen riesen Unterschied. Ich finde es auch immer wieder blöde, dass die Leute einfach irgendwie wieder zurück in den Wind gehen. Naja, ich weiß ja nicht, aber es werden sicher die Syrten angreifen. Sondern jetzt mal irgendwie Samen oder so anzugreifen. Ja, sie warten hier sonst einfach. Ich dachte, die gehen hier rechts und dann Samen oder hier vorne den Weg entlang. Okay, den haben wir auch gekriegt. Jetzt müssen wir mal schauen, wir haben Warmaster Coins reingetan letzten in der Parts. 362, nein. Jo. Dauert halt immer wieder. Was hat er eigentlich, der dieser versucht? Er hat uns gesehen, aber hat nicht darauf reagiert, ist weitergelaufen. Und wurde dann von irgendwelchem Stun getroffen. So, was habe ich denn gefunden? Also ich habe bei den Orc Captains trainiert und hier habe ich einfach noch stumpfer Schaden plus 13, Blitzschaden plus 24, sehr saustark. Also wenn das jetzt auch geht, stumpfer Schaden, weil das sind ja Stäbe. Also es wird einfach hinzugefügt. Ja. Okay. Feindliche Knochen 4. Schlechte Box. Kleidung, ich weiß nicht, ob ich Kleidung nochmals abgeben kann. Habe ich ja über 1000. Tue ich einfach verkaufen, so. Ja, sonst haben wir keine Sachen mehr. Morgen ist wieder eine Lootbox. Ja, geringe Rüstungsverbesserung habe ich von einem vom Fasnacht-Event wahrscheinlich. Ja, also ich habe schon Weihnachten. So. Ja, den Rucksack habe ich genau noch gekauft. So, wie viel habe ich von feindlicher Lizenz? Habe ich nur 2, also einen gefunden. Da muss ich wahrscheinlich mehr Schaden oder so machen, damit ich die bekomme. Der Baba. Ich würde schon gerne wieder mal mit dem Baba angreifen können, aber da bin ich einfach zu wenig defensiv. Ich komme nicht an die Gegner. Warum? Ich habe keine Stun-Resistenz oder so. Da müssen wir zuerst farmen. Also. Gut, dann. Wenn nicht weiter mehr los ist, Head 1 am Umgehen. Jo, mache ich mal Pause, bis der nächste Warzone-Krieg da ist, also wirklich etwas los ist. Vielleicht auch erst, wenn wirklich ein Fort oder so eingenommen wird oder ein Angriff ist. Aber so, es ist eigentlich hier kein Drache, der ist doch hier. Also hier ist das Drachensymbol zu sehen. Wahrscheinlich ist der Dungeon gerade nicht aktiv. Aber hier ist das Drachensymbol nicht zu sehen. Okay. Genau, haben wir eine Quest abgeschlossen? Ja, Simrale Dominium haben wir abgeschlossen. Ich gebe die Quest mal einfach ab. Das ist ja nur eine Quest, die ja, Simrald Quest, also PvP sozusagen. Und ja, da wird wahrscheinlich nicht viel stehen, oder? Und sonst macht es am besten selber.
das sehen wollt, was dort steht. Damit ich einfach da noch die Crafting-Quest machen kann. Knochen sammeln 5 Stück. Das interessiert euch wirklich auch nicht, oder? Oder stehe die auf Grinding? Naja. Also ich level einfach weiter und ja, hoffentlich danach sehr weit. Wenn ich genug Zeit habe und Lust, ja. Aber ich muss jetzt noch Pass of Exile aufnehmen gehen. Und ja, Forza Horizon 5 nehme ich eigentlich auch bald auf. Aber jetzt noch nicht am Abend, in der Nacht. So, dann tschüss, bis zum nächsten Part oder ja, Video. Oder auf Discord vielleicht. Tschüss.